Einen wunderschönen guten Abend, der Whisky-Truhe. Es ist Mittwochabend, Teil 2 oder Folgevideo zum Abmahnungsvideo von der Woche. Ihr kennt es schon. Heute geht es darum, jetzt wird die Wand mit der abgemahnten Fototapete überstrichen. So, und es ist tatsächlich so, das Schreiben vom Anwalt ist da und es ist mal wieder typisch. Was können Anwälte? Epische Texte verfassen, eine Eloquenz bis zum da hinaus und es komprimiert, hättest du auf einer halben Seite schreiben können. Das sind dann insgesamt 10 Seiten. So, Abmahnung in Urheberrechtsverletzung. Na, es geht hier um das da, ich habe es kurz gesehen. Dann hat man hier viele Bilder. Ja. Ich zeige es jetzt nur mal im schnellen Durchlauf. Ja. Ja, und dann geht es dann hier um Paragraph 13 Urheberrecht, dann irgendwelche Nutzungsrechte, Paragraph 7, 31 Urheberrecht, Grundhonorar bis zu 3 Jahren 826 Euro, Zuschlag wegen Einblendung in 2 bis 5 Domains sind nochmal 206 Euro, Nutzungsdauerverlängerung 50%, 516, Zuschlag wegen fehlender Urheberkennzeichnung. Immer noch die Frage, wie soll man rausfinden, wer der Urheber ist, der Macher des Fotos? 1500 Euro, macht bummelig 3 Mille. Da kam dann gerade ein Telefonat. So, ergibt dann rund 5400 Euro. So. Ich halte euch am Laufenden. So, und gleich gibt es ein paar Bilder mehr, aber jetzt machen wir mal kurz, hier mal kurz einen Break. So, es geht halt noch ein ganz Ding weiter. Wir haben jetzt die Wand soweit vorbereitet. Ich, Werberich und Urheber. So, ja, ich bin diesmal sogar vorbereitet, denn, halt die Klappe da hinten. Übrigens, Tipp am Rande, wenn ihr keine Handwerker vom Beruf seid und ihr Freunde habt, die Handwerker sind, verneint, wenn die euch Hilfe anbieten, weil je nachdem, was du sagst, es geht immer zum Gelächter. Aber sonst stehst du morgen noch hier. Stimmt auch wieder. So, ich bin vorbereitet, nämlich mit einem Detail, denn ich habe Handschuhe. Ich habe endlich mal Handschuhe, damit ich jetzt nachher grüne Hände habe. Und welche Handschuhfarbe muss ich haben? Ich meine, ich habe Bart, ich habe Tattoos, also müssen es schwarze Handschuhe sein, ne? Hipster-Style. Kennt man ja so von jedem Foodtruck, ne? So. Das Einzige, was mir fehlt, ist hier so ein bisschen der Dutt, aber egal. So. Doc Hafner ist vorbereitet. Einmal bücken. So, und jetzt gehen wir ja mal Farbe an die Wand bringen. So. Die erste Schicht ist drauf. Das sieht doch schon mal echt nice aus. Der Rest wird jetzt Stück für Stück. Und da werden wir mal sehen, wie das nachher aussieht, wenn die ganze Dekoration wieder dran ist. Da oben, der Rand, da kommt noch eine schöne Stuckimitatsleiste dran. Ist ja wahrscheinlich Gülden. Und ja, schauen wir mal. Hol dir einen Handwerker als Freund, dann kannst du filmen und jemand anderes streicht. Jupp. So, das ist das Resultat. Und ich würde doch sagen, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Das sieht doch viel ruhiger aus wie diese komische Fototapete. So ganz leicht schimmert das Mauerwerk vereinzelt noch durch, aber das ist wohl eher noch dran geschuldet, dass die Farbe noch nicht so 100% trocken ist. Und mir jetzt mal so ein bisschen näher rangeht. Ich meine, allein schon die Bilder, die wir jetzt hier als Dauerausstellung haben, hier Fräulein Panda Art, die kommen jetzt hier viel besser zur Geltung. Wenn ich jetzt mal so rangehe, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Ja. Oder hier der schöne, die schönen Kutschenlampen. Das Striding Man. Das ist doch schon mal, ne? Das kann man doch schon mal lassen. Und ich drehe jetzt mal die Kamera um. So, ich habe jetzt auch die Brille angezogen, dass ich wieder was sehen. Und wir beiden, wir werden jetzt. Was trinken wir noch? Kredenzwasser. Ah, ich lasse mal was einfallen.
Und ihr wisst ja, wo der Knopf ist zum Ausmachen, ja, ne? Und dann könnt ihr uns was anderes machen. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall so im Laufenden, was die Geschichte hier angeht. Nächste Woche muss das Schreiben hier zum Anwalt raus und wir sind gespannt. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend. Ich drehe mich mal wieder um. Guck mal, in Zukunft werde ich dann nur noch so Selfies vor diesem grünen Hintergrund machen oder vielleicht hier hinten an dem roten da, grün-roten. Könnt man sich aussuchen, ein bisschen Farbe. In diesem Sinne, auf.